die HBG hat hier im Zentrum der Stadthalle ein wunderbares Grundstück, ein sehr schönes Quartier mit 4 Hochhäusern. Da ohnehin hier Sanierungsmaßnahmen anstanden, haben wir uns dazu entschieden, machen wir hier an diesem Standort auch was ganz Besonderes. Wir haben uns schon extrem gefreut, dass die HWG von sich aus auf die Idee gekommen ist, diese Hochhäuser nicht einfach nur grau anzumalen, sondern uns zu fragen, ob wir eine ganzheitliche Gestaltung machen wollen. Dadurch, dass die Gebäude auch verteilt im Gelände stehen, bestand natürlich auch diese Riesenherausforderung, wie schaffen wir es, ein gesamtheitliches Bild zu ergeben und trotzdem den einzelnen, auch sehr unterschiedlichen Sichtperspektiven, die die Häuser mit sich bringen, gerecht zu werden. Also wenn man sich so ein Projekt vornimmt, sich für ein Projekt entscheidet, die Außenflächen von 4 Hochhäusern zu gestalten und das mit 8000 Quadratmetern, können Sie sich vorstellen, dass dazu ein spezielles Know-how notwendig ist. Und dazu braucht es Profis. Wir sind ein Kollektiv für kreative Stadtentwicklung und wir organisieren große Wandbilder. Wir möchten mit unserer Gestaltung einen Balanceakt wagen. Das werden Sie auch später in den Gestaltungen mitbekommen und eine Verbindung herstellen zwischen dieser begrenzten Siedlung hier an der Vossstraße und den Frankischen Stiftungen. Während unserer Begehung hier hatten wir einige Gespräche mit Mieterinnen und Mietern und es gab einen Wunsch, der immer wieder kam, dass man diese Höhe, die oft auch so ein bisschen erdrückend und brutal vielleicht wirken kann von so einem Hochhaus, aufbrechen. Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, mit viel Himmel zu arbeiten, also auch quasi diesen Raum hier luftiger zu machen. Hier oben haben wir den Balancierer. Hier haben wir andere Situationen. Und wir haben versucht, irgendwie hier nochmal einen neuen Ansatz zu finden, mit dem ja, ganz klaren Ziel, dass sich die Menschen nach unserer Gestaltung auch klar mit den Motiven und den Inhalten identifizieren. Und haben dann sehr schnell festgestellt, dass es um die Verbindung von vielen Gegensätzen geht. Ja? Für uns ist es genauso wichtig, dass wir eine Gestaltung finden, die im unteren Bereich funktioniert. Genauso wie man ja hier sieht, es sind sehr hohe Gebäude. Das heißt, es müssen auch Motive sein, die sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe miteinander verbunden sind. Und wir haben dann, als wir diese Gegensätze für uns so aufgeschrieben haben, festgestellt, dass wir halt eben einfach eine konkrete Verbindung brauchen und sind so auf die Idee gekommen, tatsächlich den Faden zu nehmen. Einen roten Faden, der sich wie der rote Faden selbst in einer Geschichte auch hier durch das Ensemble langschlängeln kann und die einzelnen Situationen, die einzelnen Perspektiven eben miteinander verbinden kann. Und dieses rote Band ist ja auch eine Sache, die für die Mieter eine Konstanz darstellen soll, also eine Entwicklung im Leben. Die Mieter hier einzubeziehen, hat da natürlich auch ein paar ganz praktische Gründe. Wenn man involviert ist in ein Vorhaben, dann wird es auch einfacher akzeptiert. Man identifiziert sich mit diesem Vorhaben. Das wollten wir hier haben. Und deshalb haben wir dann auch ein Mieterfest gestartet. Und auf diesem Mieterfest haben sich Künstler und Mieter kennengelernt. Und gefragt, hey, wollt ihr nicht mitmachen? Es gibt jetzt hier zum Beispiel eine Szene mit einem Wollknäuel oder eine Szene mit einer Leiter. Wir haben eine Leiter mitgebracht und dann haben wir die gemeinsam mit den Mieterinnen und Mietern gestemmt. Wir haben dann einige Szenen dargestellt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Eulenspiegel-Szene, wo Eulenspiegel seine Schuhe darunter wirft. Und da waren wir aktiv, mein Mann und ich und viele aus unserem Haus. Und das waren dann für uns einfach sehr, sehr gute fotografische Grundlagen. Wir haben dann klar kommuniziert, wir werden euch nicht fotorealistisch malen. Ne? Also ihr werdet euch darin hoffentlich schon wiedersehen, ne? Damit ihr euch klar erkennt, aber ohne, dass man jetzt wirklich eine komplett realistische Figur hat. Wir haben uns immer mal ausgetauscht, wenn sie so unmittelbar vor unserem Fenster waren. Das war schon interessant, ihre Farben mischten und dann anfingen zu malen. Also wir hatten eigentlich immer Kontakt. Während der ganzen Zeit war hier überhaupt so ein sehr angenehmes Verhältnis untereinander. Ich glaube, die Tatsache, dass wir, bevor wir angefangen haben zu malen, ins Gespräch gekommen sind, zusammen gegessen haben und eben dieses Fest gefeiert haben, das war ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Sie haben immer Rücksicht genommen, ob der Tageszeit. Wir haben auch gefragt, ob wir ihnen was Gutes tun können, ob wir eine Tasse Kaffee reichen. Aber sie waren so fleißig und dass sie auch die günstige Zeit des Tages ausgenutzt haben, sodass sie selbstlos einfach nur gearbeitet haben.
Eine Frage, die natürlich unter den Mieterinnen und Mietern super oft kam, ist, wie kriegt ihr das, was ihr gerade hier in den Händen haltet, auf dem Papier an die Wand? Und ja, in der Regel konstruieren wir. Ne? Also dadurch, dass wir hier mit Gerüsten gemalt haben, kann man nicht von unten sozusagen auf alles schauen. Das wird oft auch einfach verdeckt. Und ja, die wichtigsten Werkzeuge, die wir hatten, waren Wasserwaage und Zollstock. Und man sucht sich dann Orientierungspunkte an den Fronten, wo es Fenster gibt, helfen einem natürlich die Fensterkanten, dann kann man von unten abzählen. Und ja, man beginnt quasi wie auf einem weißen Blatt. Eine Riesenwand ist auch erstmal weiß und dann fängt man an mit einem Punkt und einem Strich und von dem aus wird dann alles andere konstruiert. In unteren Etagen wiederum war es uns natürlich möglich, hier und da auch zu beamen. Das waren auch sehr, sehr lustige und angenehme Sessions, die wir dann abends natürlich gemacht haben, um quasi eine gewisse Dunkelheit zu haben. Und das waren die Situationen, die wir mit der Bevölkerung nachgestellt haben, um da einfach dann auch effektiver die Figuren an die Wand zu zeichnen. Meine Lieblingswand ist tatsächlich die, vor der ich gerade stehe, weil ich finde, bei dem Giebel wird so das Konzept, was wir hatten, am deutlichsten. Ja? Wir haben versucht, diese starre Wand, so eine extreme Höhe auch aufzubrechen und durch die Perspektive, das haben uns auch viele Leute gesagt, hat man einfach wirklich das Gefühl, als ob es dahinter weitergeht. Und ja, da unten sieht man die Figuren und ich mag das Motiv der großen Leiter. Und für uns an dem Punkt in der Geschichte geht es eben darum, wie der Mensch die Zukunft ja letztendlich auch an die Hand nimmt, um in den Himmel zu kommen, das Weltall zu erobern. Wir finden eigentlich alles schön originell, ist die Frontseite mit dem Seil, mit den verschiedenen Schuhen. Also es ist schon einmalig. Wir haben hier nicht nur die Fassade gestaltet, sondern auch das Umfeld. Und es geht ganz einfach darum, außerhalb des Gebäudes Räume zu schaffen, um sich näher zu kommen, um sich kennenzulernen. Der Spielplatz wird sehr gut angenommen. Es sind auch Kindergruppen aus den Kindergärten in den Frankischen Stiftungen so im Laufe des Vormittags oftmals da. Wir wussten einfach durch die Spielplatzplanerin auch, was für eine Art Module da entstehen. Es war natürlich super spannend für uns, quasi an die Wand dann auch so eine Elemente mit zu integrieren. Und wenn man da jetzt steht, finde ich, hat man wirklich nicht nur ein Wandbild und nicht nur einen Spielplatz, sondern man hat so einen ganzheitlich gedachten und gestalteten Raum von, ja, eben Wand und Raum. Allein die Tatsache, wie lange es ging, wir haben also im Herbst 2017 angefangen, beendet das quasi Herbst 2019, also 2,5 Jahre Projektzeitraum. Es waren 11 beteiligte Künstlerinnen auch und ich denke sowas um die 2500 Liter Farbe, also einfach immens viel in allen Bereichen. Wir staunen, was die Künstler geleistet haben. Und nun ist das Werk vollendet und die wunderschöne Fassade. Also wir sind einfach nur dankbar und glücklich, dass wir das hier im Stadtzentrum so schön haben. Innerhalb der Mieterinschaft waren die Reaktionen reinweg positiv. Und ich bin davon überzeugt, dass das nicht nur an den Motiven liegt, sondern vor allen Dingen eben an dieser Begegnung, die wir sehr oft hatten. Was mir so gut gefällt, ist ganz egal, wen du triffst, wer in den Fahrstuhl einsteigt, ob das Kinder sind, junge Leute, ältere schon, wir grüßen uns. Und so ein bisschen sehen wir uns auch in den Bildern wieder. Ich glaube auch, letztendlich hat es für das ganze Viertel eine besondere Note gegeben. Wir freuen uns und sind dankbar für die große Investition, die sich die HWG doch vorgenommen hat. Gut vollendet, es ist alles gut gegangen und wir freuen uns und sind stolz drauf.